Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 15 mit Jan, Chris, Dominik und Luca und mir, dem Timo. Moin. Wer ist Dominik? Wir haben jetzt so lange gewartet mit der Aufnahme, mit dem Anfang, dass wir jetzt schon minus 1000 haben. Auch gut so. Ich werde jetzt mal einen anderen Traktor nehmen. Okay. Ja, dann such dir einen aus. Ich krieg wahrscheinlich eh. Ja, die besten sind schon weg. Ach klar. Nee, der Fan. Dominik, darf ich mal den haben, wo du hast? Nö. Schade. Timo, ich nehm. Sagen, ich bringe mal was weg, oder? Komm ich hier raus? Ich fahr jetzt erstmal mit dem Fan rum und guck, wie weit die Felder sind. Achso, wir können, glaube ich, auch dreschen. Dann. Ich weiß nicht, Dominik. Alle durch ein Tor. Ich fahr dich ab, oder? Ich hätte jetzt einen Holzwagen großen genommen. Weil kann ich pflügen? Kann ich pflügen irgendwo? Ja, wir gucken mal. Wir können auch noch ein Feld kaufen, Luca. Dann schneid dir schon mal einen Flug an und ein Gewicht. Ja, mach ich. Dann Leute, bitte ordentlich fahren, ne? Jan, hängst du, Baumzeug an? Bist du dumm? Warte, es hat gerade bei mir geleckt. Was soll ich anhängen? Baumzeug, also Frontlader und sowas. Ich hab Deutsch. Dann. Dominik will Baumstämme machen? Ne, ich fahr ab. Baumstämme. Ja, okay, dann hol ich. Dominik, wenn du willst, kannst du dich schon platzieren. Ich hol eine Frontgabel. Also dann, ich hol alles. Wo wir das letzte Mal waren, oder? Dann ja, können wir wieder. Aber ich wollte jetzt vorher mal. Du kannst auch schon anfangen, irgendwie Bäume zu sägen. Oder tausch doch dabei mit Jan, dann kann er schon mal anfangen. Ja, du kannst den Deutsch nehmen. Dann kann ich schon die Gabel holen. Ja, dann komm zu mir. Tapp doch einfach durch. Nein, wir spielen auf Realismus. Okay. Oh, mein Bremsweg ist zu lang. Ich bin bei Feld 5. Ne? Deine Piston hat so. Ich irgendwie spack mein Internet heute rum. Das geht gar nicht. So. Habe ich die Musik ausgemacht, jetzt funktioniert's wieder. Obwohl, Chris, kannst du mir mal den Steier geben? Luca, du hast nichts gesehen. Ich hab gesehen. Den Steier nicht. Hey. Feld 6? Was ist mit Feld 6? Feld 6 ist erntereif. Luca, kannst du mir mal den Steier geben? Und was mit dem Feld ganz unten? Weiß ich nicht, muss ich erstmal gucken. Luca, sonst. Das hat Nils gesät. Das hat Nils gesät. Luca, hast du Bock, Mähdrescher zu fahren? Ich will eigentlich pflügen. Ja, dafür braucht man ein Feld, dass man pflügen kann. Das Problem ist, wenn ich eins kaufe, die sind schon fertig, die Felder. Die musst nee, du hier sehen. Links. Schau mal links. Ja, aber das bringt nichts, wenn du das pflügst, das Feld. Wieso nicht? Weil du da so sehen kannst. Du musst da nicht. Das ist ja langweilig. Weil das schon gegrubbert ist, das Feld. Deswegen, wenn das Feld geerntet ist, dann kannst du das grubbern. Pflügen. Ja, dann tut mal einer ernten, nicht zu pflügen. Ja, dann pflügen. Ja, warte, ich muss dann machst mal du das dann Zeug Holz mit Dominik? Ja. Dann hole ich die Erntemaschine, Luca, ne? Okay, dann warte ich. Ja, stell den da hin, nimm den Deutz hier und hol mal einen Anhänger. Ein oder okay. Zwei. Ja. Ich hab jetzt einen Anhänger. Timo, für 5 Sekunden, so, ja, ich bin Realismus und tapp nicht dumm durch. Jetzt tappt er sofort durch. Ja, ich muss. Ach, ich hab doch gar nichts gesagt. Ja, Eigentor geschossen. Nein, ich hatte jetzt keinen Bock da. 6000 Kilometer. Klar. Nach Hause zu gehen. Nur damit du mit dem Deutz zurückfahren kannst. Ja, nee, ich fäll schon mal im Baum. Ach ja, ne? Chris, was. Du hast. Wir zersägen den, hast, aber nicht, wir laden den so auf, ne? Ich hab den Anhänger jetzt, ja, ich fahr jetzt den Weizen weg, weil der gerade im Sonderangebot ist. Achso, ja, genau. Ha? Ja, Luke, aber einen nicht. Anhänger haben wir noch. Wir laden die so zwei. Auf. Ja, wir haben zwei, ja. Ja, ja. Ja, ist doch gut. Boah, ich muss so vorsichtig fahren mit dem Mähwerk vorne. So. Luca wartet auf mich. Dankeschön, Luca. Dankeschön. Wo ist denn der Anhänger? Alter, mit Joystick zu stehen. Der muss irgendwo hinten, wo die Hackschnitzel reinkommt, da muss der irgendwo stehen. Okay. Warte kurz, Jan. Und lass mich da vorfahren. Nein! Doch. Auf was denn? Komm, okay. Ich bin schneller. Dankeschön. Das ist so cool, dass der Hof so klein ist. Ja, das ist richtig geil, ne? Da muss man mal warten. Dann bildet sich sogar ein kleiner Stau. Ja. Ja, vor allem bei Chris gerade, er kommt mir entgegen, ich fahr rechts ran, also, dass er vorbeikommt. Alter! Ich hätte vielleicht den Schneidwerkswagen mitnehmen sollen. Ach, da ist einer. Wir haben noch gar keinen Schneidwagen. Nicht? Nee. Da muss ich vorsichtig. Bei dem darfst du noch ohne Schneidwerk. Ja. Ja, also in der Kurve bin ich gerade hängen geblieben. Ja, mit denen passt du eigentlich genau durch, wenn du langsam fährst. Fahr aber nicht. Ja,
Jetzt habe ich das Vorfallschild mitgenommen. Ja. Luca, fahr nicht alle Schilder um. Den Baum gerammt. Ja, Mann, ich fahre hier mit dem Mähdrescher um. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Dominik, willst du aufladen? Ich fahre mit dem Truck. Ja, aber immer wechseln zwischen Maus und wegen Kamera drauf. Hey. Warte, so. Hier, geh rein. Du spielst jetzt mit USB-Stick. Ich spiele mit USB-Stick, wieso? Mit Joystick, meine ich. Hauptberuflich. Beruflich, ja, gell? Spielst du mit Joystick? Ja, und Lenkrad? Joystick. Nee, ohne Lenkrad. Wie? Also mit Tastatur und Joystick? Da spiel ich mit Lenkrad. Du hast letztes Mal sogar gesagt, dass du mit Tastatur spielst noch. Da habe ich aber mein Lenkrad noch nicht angeschlossen. Hast du jetzt alle Tasten belegt oder wie? Ja, fast alle. Sonst, also hätte ich alle belegt von Lenkrad und Joystick, dann wäre es nicht gegangen. Dadurch, dass ich den Joystick doppelt belegt habe, also... Ich muss nur eine Taste drücken und dann kann ich damit fahren und sonst nehme ich halt den Frontlader. Boah, die Map ist so geil, ne? Aber der Frontlader, der Joystick behindert mich mehr als dass ich. Ich muss damit die irgendwas Erdmaschine anmachen. Erst aus. Muss erst ausklappen. Ach, der. Ja, wir sind ja nicht mehr. Wir haben ja schon den mit wahrscheinlich. So. Stell mal hier hin. Hier, weiß ich, glaube der Baum war ein bisschen zu lang. Oder warte mal, ein bisschen weiter. Soll ich Schwaden legen oder soll ich streuen? Nee, da muss einer nur aufsammeln. Scheiße! Dafür konnte ich nicht. Ja doch, nee, leg ruhig den Schwaden, das ist halt alles Geld erstmal. Soll ich den zersägen? Ja, ich tue pflügen. Ja, einmal in der Mitte, oder? Ja, ja. Außerdem, warte, ich wir hatten das Feld gesehen. Ach ja, Nils war das ja. Hier sind so viele Löcher drin. Welches Feld? Feld 20. Leg den. So, eine Hälfte hast du gemacht, halt die andere Hälfte Nils, ne? Oh, Dominik! Ja. Warte, ich zieh dann ein Stück zurück. Du hättest ihn noch da. Luca, du kannst dann, wenn ich fahr gleich nochmal auf demselben Wege zurück und dann kannst du eigentlich schon anfangen, wenn du magst. Aber lass mir einen kleinen Vorsprung. Nicht, dass wir uns in eine Quere kommen. Ich bin rechts von dir ist Platz, weißt du? Ja, genau, kannst du schon an. Ja, wenn ich gleich jetzt sage, kannst du. Oder du fängst schon an. Ist auch gut. Kann schon an. Ja, wenn du eine Bahn schaffst, schaffe ich, glaube ich, zwei Bahnen von dir. Also von der Breite. Ich weiß, was hast du für eine Arbeitsbreite, weißt du das? Nee. Ahnung. Klein. Was, halb Meter oder zwei Meter sind das bloß? Ja. Ja. Nicht, dass ich das Stroh auf deine schöne Bahn dann lege. Das ist ja auch kacke. Nee, wird schon nicht. Ja Leute, ihr seid natürlich mit dabei beim Let's Play. Ihr dürft gerne sagen, was wir noch machen sollen, in welche Richtung wir uns orientieren sollen. Einer hat neulich in die Kommentare geschrieben, dass wir dann auch mal Kühe machen sollen, wieder. Finde ich aber auch, dass wir das mal wieder machen können, oder? Hier kann man sogar den Stall ausmisten. Ja, da muss man ausmisten. Deswegen ja, habt ihr das getestet, oder was? Meinte Fiete zumindest. So. Fiete meint viel, wenn er tagelang ist. Ja, wollte ich gerade sagen. Er hat ja auch letztens gesagt, dass er seinen Rechner verkaufen will. Und er war heute auf der PS. Nein, Luca hat was anderes. Also er meinte zu mir, Luca hat Scheiße erzählt. Er will sich eine PS4. Und? Wenn er wollte, kann ich ruhig den Chatverlauf abscreenen. Ja. Er meinte zu mir, dass du Scheiße erzählt hast. Ich habe das so verstanden. Jan, den musst du mal aufzeigen. Fiete hat schon wieder eine Phase, möchte nicht mehr spielen und möchte sein PC verkaufen. Das mit der Phase haben wir gesagt, dass er eine Phase... Dominik, der kann ruhig Überlänge haben. Ist egal. Den bekomme ich nicht hoch, schau mal her. Boah, ist ein Schwächling. Vor allem, Jan hat die Hälfte weggelassen hier bei dem Feld. Dominik, hast du das ganz schwere Gewicht mitgenommen hinten dran? Vergleich mich nicht mit Jan hat es angehangen. Nils, entschuldige. 1600. Dominik, halt den doch mal still. Ist das ganz schwere, ja, ne? Dominik! Ja, halt's halt. Ja, Dominik, du musst das größte Gewicht nehmen, was es gibt. Ja, Jan hat es angehangen. Ja, haben wir dran. Ja, ist das größte, was wir haben. Auf dem Rückweg, Chris, kannst du nebenher fahren, wenn ich bis dahin schaffe. Ich fahre den dann zum Händler. Okay, wird knapp, glaube ich. Ja. Ja, siehst du auch oben. Achso, ja. Stimmt. Nächste Fuhre ladest du auch, ne? Ja. Kacke, ich wollte doch noch... Ja, der fährst rückwärts. Ja, genau. Musst du den Anhänger wenden. Heilschneiden. Haben wir den Grubber-Mod gar nicht drin?
Oder ist das nur vom Mod abhängig? Was? Ja, dass der Traktor sich so seitlich in die Gruberfurche. Nee, das ist dieses dieses Flugskript. Deswegen haben wir doch die Trecker so teuer gemacht gehabt. Weil das nicht funktioniert. So. Das funktioniert nur bei den Mods. Wieso fällt der Baum mit in die? Ja, warte. Hörlimann ist leider nicht so stark, dass er aus so schnell ist. Wir haben noch einen Trecker frei, glaube ich, ne? Nee, ja, der Deutsch steht noch frei. Ja, weil sonst könnte jemand mit dem Deutsch hier schon sehen. Dann sind wir nämlich ein bisschen effizienter. Dominik, ich fäll die alle so leicht. Würde ich sagen, dass wir uns als nächstes... Wollen wir Kühe oder Schafe als nächstes machen? Kühe. Für Schafe brauchst du einen Ladewagen. Haben wir doch. Haben wir. Wir haben sogar eine... Ach, den kleinen. Ameise. Den anderen Hänger habe ich dir hier unten ans andere Vorgewende gestellt, war. Ja. Ich sehe nichts, scheiße. Ah, doch, okay, richtig gemerkt. Ach, zum Glück. So. Wie man richtig dagegen denken muss, ist richtig cool gemacht. Ja, das stimmt. Jan, weißt du eigentlich, wann das LS-Lenkrad kommt? Also soweit ich weiß, auf Amazon steht, dass es am 31. erscheint, 31. Dezember, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann. Ja. Und ich glaube, die meinten, dass sie es zum Oktober rausbringen wollen. Okay. Ja, müssen wir mal gucken. Wer hat das jetzt eigentlich alles gekauft oder vorbestellt? Nico hat sich's vorbestellt und Jan. Nico? Aber ich hab's nochmal abbestellt, weil ich über Timo und Link haben will. Ja, das klappt eh nicht. Okay, dann nicht. Ich mach das wieder weg. Das lohnt sich auch nicht. Und ich glaube, dass Nico das wieder abbestellen wird. Ja. Glaube ich. Warum? Spielt er kaum LS. Wie viel kostet das mit LS zusammen? 200 Euro. Ich glaube kaum, dass er so viel Geld in dieses Spiel investieren wird. Das Lenkrad kannst du auch für andere Spiele nehmen. Lenkrad ist kein Lenkrad. Das Lenkrad hat doch 900 Grad. Willst du mit 900 Grad ein Autorennspiel spielen? Ja. Das geht nicht. Ey, das ist zu viel. Ich habe ja dieses Logitech, was du einstellen kannst. Und für Autorennen stelle ich das dann immer, ich glaube, auf 180 ein. Ja, du hast ja auch Project Cars geholt, weil ich nicht verstehen kann, dass das größte Dreckspiel ist, finde ich. Doch, weil du kannst auf nichts hinarbeiten. Ja, da hast du recht, aber gut. Du hast alles von Anfang an. In meinen Augen ist es eine Simulation, so wie Spin Tires. So ein bisschen. Es gibt auch noch so eine andere Simulation, habe ich gesehen. Wird es berechnet, wie das Auto kaputt geht. Also wenn du jetzt richtig gegen einen Baum fährst, berechnet dein Computer das, wie das Blech sich biegt und alles. Und die ganzen... Dominik, das machst du aber schön. Wie bitte? Ich hab Dominik gesagt. Also, das Spiel, aber da kannst du, glaube ich, auch... Das war früher mal kostenlos, da konntest du dir diese Version runterladen. Habe ich auch gemacht. Und jetzt... sind da wohl Rennpisten mit dabei und hast du nicht gesehen. Der Crew ist cool. Mit dem Spiel. Ich wollte es mir mal holen, aber ich weiß nicht, ob ich es mir holen soll. Weil ich habe keinen... Luca, du willst ja manchmal nicht mit mir spielen, oder? Also, nicht mit mir spielen. Ich weiß nicht, ich dich frage, ob wir es dann spielen, aber... Mal sagst du, du hast keinen Bock auf die Crew. Na, es macht schon Spaß, weil es halt wirklich realistisch ist mit dem Driften und allem. Aber da muss erstmal Level abkommen und das ist das Dumme halt. Über GTA, man hat keinen Bock irgendwie, wenn man schon Level 50, also Level 50 ist das höchste. Du bist welches Level? Level 50. Ich hab das durchgesuchtet, Mann. Ich hab nichts anderes gespielt. Macht es auch viel Spaß. Relativ schnell, glaube ich, war. Ja, wenn man viel macht, ja. Also man kann es auch ganz zwei Tagen durch haben wahrscheinlich. Ja, naja, ja gut. Du musst halt nur die ganze Zeit Missionen machen. Weil ich finde wirklich, Project Cars ist so eine Rennsimulation. Ist es ja auch. Weil du hast halt richtig geilen Regen und so Aquaplan. Ist es, meine ich, auch ein Kickstarter-Projekt? Weiß ich nicht. Also ich finde das mit dem Aquaplaning und so richtig geil. Bloß
Ja, ich hab's mir auch geiler erhofft. Vielleicht wird's ja noch geil. Lol, was jetzt los ist. Ja, bei mir auch. Ah, geil, Dominik. Mega Ruckler. Ja. Warum auch immer. Ich hab grad GPS geöffnet. Dominik, brauchst du Hilfe? Wäre nicht schlecht, ja, wegen dem Black. Aber ich glaube, ich werde mir erstmal kein Spiel holen. Ich bin mit Minecraft komplett ausgelastet. Keine Zeit für andere Sachen. Ja, auf was ich mich freue, ist Need for Speed. Wegen Need for Speed, da bin ich am überlegen. Ich glaube, ich gucke mir das erstmal an. Ich kaufe mir das noch nicht und guck mir erstmal Let's Plays an und die Meinung von anderen, wie die es finden. Nicht, dass das wieder so ein Kack wird. Wenn das dann richtig geil ist, dann hole ich mir natürlich auch. So wie die alten Teile. Ja Leute, das war's mit der weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 15. Vielen Dank fürs Einschalten. Und es wäre richtig cool, wenn ihr mal eine Bewertung da lassen würdet oder einen Kommentar schreiben, was man besser machen könnte, was man noch machen soll. Ja, bis zum nächsten Mal.